Bei den internationalen deutschen Meisterschaften im Wasserspringen haben die mitteldeutschen Athleten in Berlin schon gut abgeräumt. Speziell das Leipziger Synchronduo Vincent Wiegand und Aziz Belhadj überraschte mit Gold vom 10-Meter-Turm. Beide sind erst 16 Jahre alt. Und noch sind nicht alle Stars in die Saison eingestiegen. Die Topspringer Tina Punzel und Stefan Feck allerdings schon. Frei nach dem Motto, der frühe Springer landet besser bei EM und WM. Thorsten Püschel hat sich das genau angesehen. Alle kommen zu ihr. Alle nehmen Tina Punzel in den Arm. Aber ihre Miene verrät, das sind ja nicht die Glückwünsche für die Siegerin, sondern Trost. Kein Tag für Jubel, aber auch keiner zum Grämen. Tage wie diese gibt's. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe mit Vorkampf und Halbfinale zwei stabile Leistungen gezeigt. Da war ich auch mit den Punkten sehr zufrieden. Und ja, habe mir jetzt im Finale gedacht, da probiere ich mal was. Und das heißt, ihre Serie super schwer. Der Auerbach-Salto herrlich hoch, aber deutlich überdreht. Trainer Boris Rosenberg sieht dennoch das Positive. Dann der Auerbach mit 2,5 Schrauben. Hier muss alles passen, um genügend Schwung mitzunehmen. Plötzlich aber bleibt sie stehen. Ja, dann habe ich gemerkt, im Sprungschritt bin ich schon so ein bisschen versackt und konnte dann einfach nicht mehr so viel Höhe aus dem Sprungschritt holen, wie ich wollte oder wie ich brauche. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es lieber noch mal ganz von vorne. Sprung abgebrochen, das heißt von jedem Kampfrichter 2 Punkte weniger. Den zweiten Versuch trifft sie an der Brettkante nicht optimal, auch das Tauchen nicht gut. Dazu die Abzüge, sie fällt auf den letzten Platz zurück. Dann noch der 2,5-fache Delfin, auch den wagt hier sonst keine im Finale. Wenig Zeit zum Drehen, solide im Wasser. Am Ende wird es Rang 5 für die Dresdnerin. Tina Punzel hat eine Wettkampfserie gezeigt, so schwer ist in Deutschland noch nie eine Sportlerin gesprungen mit 14,0. Also mit einem 2,5 Auerbach Salto York, mit einem 2,5 Delfin Salto York und mit einem 1,5 Auerbach mit 2,5 Schrauben. Den muss man natürlich innerhalb von einem Wettkampf erstmal verkraften. Das sind alle Sprünge, die in den Grenzbereich ihrer Leistungsfähigkeit gehen. Da kommt es auf Millimeter an, wie man steht. Und dafür habe ich ihr gratuliert, dass sie den Mut hatte, im Finale da auf Angriff zu springen. Schon nächste Woche greift sie wieder an beim Springertag in Rostock. Und dann geht's zur World Series. Da freue ich mich jetzt schon total drauf. Ich denke, das wird eine coole Erfahrung. Und da sind wir 2 Wochen in China. Ja, also habe ich jetzt was vor die nächste Zeit. Gereckt, gestreckt, sogar in der Sonne geahlt und auf der faulen Haut gelegen, das hat Stefan Feck im Herbst ein paar Wochen lang. Nach Rang 4 bei Olympia in Rio war Sport erstmal Nebensache. Akkus aufladen, um neu anzugreifen. Hab dann erstmal Urlaub gemacht, dann habe ich mich auf mein Studium konzentriert, hab dann wieder so nebenbei langsam mit meinem Sport angefangen und jetzt stecken wir eigentlich schon wieder so in der Hochphase, wo es dann auch langsam wieder ernst wird. Ernst ist in diesem Jahr auch das Springen aus nur einem Meter Höhe, denn bei EM und WM gibt's auch hier Medaillen. Für den ersten Wettkampf nach 6 Monaten Pause lief das schon ganz ordentlich. Rang 2 sprang heraus als bester DSV-Athlet bei diesen internationalen deutschen Meisterschaften. Es ist ein Neuanfang nach Olympia, sogar ein richtiger. Denn Fecks langjähriger Trainer Uwe Fischer ist in Rente gegangen. Jetzt steht da Andreas Becker. Es ist nicht leicht. Es ist für beide Seiten nicht leicht. Für mich, der 18 Jahre bei einem Trainer trainiert hat, völlig auf diesen Mann fixiert ist und auch seine Korrekturen kennt, den Menschen an sich privat auch kennt. Und da läuft vieles Hand in Hand. Und jetzt muss man halt einfach mal ein bisschen umstellen. Das ist nicht ganz leicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch mal ganz gut, mal so einen neuen Reiz noch mal zu bekommen. Gestern Abend das Finale vom 3-Meter-Brett. Mit diesem starken Delfin verteidigt Stefan Feck seine Führung vor dem letzten Durchgang. Der doppelte Schraubensalto. Bis zum Wasser? Gut. Dann allerdings eine deutliche Fontäne, der Sieg wieder futsch. So knapp zu verlieren, das ist irgendwie nicht so richtig schön. Zumal ich hatte es halt wirklich auch so ein bisschen selber noch in der Hand. Ich habe bei meinem letzten Sprung unten die Hände nicht ganz bekommen, habe die so ein bisschen verloren. Ja, und dann da geht ein Punkt vom Kampfrichter flöten und dann war es das dann auch. Zweiter zum Zweiten. Aber wenn es bei der WM im Juli auch der Vizetitel ist, dann wird Silber plötzlich ganz anders und viel, viel heller glänzen. Ja, im Sommer wird mal wieder mehr von ihnen sehen. Wasser im Winter, das kann gerne als Schnee daherkommen. Manchmal ist es aber dann doch eher Matsch und Schlamm und ein wahrer Spielverderber.
Please place yourself and get ready for the first 2 minutes.